Willkommen in Onkel Jettys Kochstudio. Leute, heute machen wir was Tolles, eine Beilage, Zwiebeln. Zwiebeln mag jeder, ich ganz besonders. Die Nachwirkung ignorieren wir jetzt erstmal. Wir machen eine schöne geschmorte Zwiebelpfanne, die wir als Beilage für Burger, für Steaks, denkt euch was aus, benutzen können. Und das Schöne ist, man kann es in ein Glas abfüllen, ab in den Kühlschrank und kann das mal so 2 Wochen stehen lassen und immer wieder benutzen, wenn man Lust drauf hat. Also ist eine richtig gute Nummer. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt gleich mal, was wir alles an Zutaten brauchen. Und dann legen wir los. Okay, bis gleich. Ja, hallo Tag auch. Willkommen zu Alien Barbecue und Onkel Jellys Kochstudio. Ich bin ein bisschen heiser. Okay, das sind die Zutaten, die wir brauchen, Leute. Ganz einfach. Wir brauchen ein paar rote Zwiebeln. Wir brauchen ein paar weiße Zwiebeln. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch Schalotten nehmen oder eine große Gemüsezwiebel. Klappt wunderbar. Hier eine Chilischote. Das ist frische Minze. Die kommt da drüben aus dem Garten, also aus unserem Garten. Das Stückchen halte ich mal dem Sören vor die Nase. Der macht gerade den Livestream, also der hält die Kamera und filmt das mit. Wir brauchen eine Zitrone, etwas Honig, Apfelsaft, hier eine Gemüsebrühe, Olivenöl, Pfeffer und Salz. Und da ich Halsschmerzen habe und heiser bin, lasse ich euch damit allein. Wir sind fertig. Fertig sind wir. Die Zwiebeln, die werden jetzt mindestens 2 Stunden hier in diesem Sud bleiben, schön durchziehen, erkalten. Dann werde ich die später noch abfüllen in ein schönes Glas, kommt in den Kühlschrank. Und für die nächste Aktion, also für mein nächstes Video, werden diese Zwiebeln eine mächtige Rolle spielen. Eine super Beilage, als super Auflage. Jetzt gucke ich sogar zum Sören. Wir machen nämlich heute einen Livestream. Tut mir leid. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen interessant, weil wir machen einen Livestream, wo wir gefilmt haben, was ich hier mache und haben Fragen beantwortet und weiß nicht, viel Spaß gehabt auf jeden Fall. Und gleichzeitig schneide ich dann ja später noch dieses eigentliche Rezeptvideo, wo eigentlich parallel der Livestream zugelaufen ist. Also irgendwie witzig. Darum gucke ich ab und zu auch mal in seine Richtung, weil er da mit dem iPhone steht und ja, pass auf, ich zeige ihn euch einfach mal. Und dann gehe ich aber raus. Dann müsst ihr seinen Kanal abonnieren. Achtung, Achtung. Ich hole ihn mal. Hier so ganz nah. Hier, da, da. Und scharf machen. Ich bin scharf. Du bist immer scharf. Weiß ich. Okay. Ja. Jetzt bin ich ganz nah dran. Aber so ist es heute gelaufen. Gehen wir mal ein bisschen raus. Und war ein toller Nachmittag. Und das da ist ein tolles Rezept. Solltet ihr auf jeden Fall jetzt schon mal nachmachen, damit ihr das dann auch später verwenden könnt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer Jelly. Ciao.